So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und ich kann es nicht fassen, da ist gerade ein alter Mann vorbeigelaufen. Jetzt riecht es plötzlich nach Gras. War das etwa der Mann? Was macht der denn da? Zu Weihnachten bekommen oder was? Auf jeden Fall sind wir auf dem Weg zum nächsten Rocket Leader. Ihr kennt das ja, wir haben ja die vergangenen Folgen. Haben wir nicht, den müssen wir heute machen. Cliff besiegt, Sierra besiegt. Mit dem alten Team, was wir sonst immer nehmen, müssen gar nichts umstellen, müssen uns gar nicht auf die neuen Pokémon vorbereiten, die haben. Haben einfach das genommen, was wir immer nehmen und sind trotzdem zum Erfolg gekommen. Stellt euch das mal vor. Ihr müsst also gar nicht groß überlegen, wenn ihr einmal ein fettes Team habt, dann könnt ihr alles erreichen. Wir sind jetzt auf dem Weg hier vor, zu dem Rocket Stop. Da habe ich nämlich dringend den Verdacht, dass da ein Alo dahinter steckt. Infotafel, Hypokäuser, Häfenmarkt. Beziehungsweise weiß ich schon, dass da Alo ist. Das hat uns nämlich unsere wundervolle Map angezeigt. Da ist Alo, deswegen laufen wir da gezielt hin. Schneebedeck hätte ja shiny sein können, ist es aber nicht. Ihr kennt das Prozedere, wieder Pokémon auswählen. Das Team wie immer nehmen mit Regirock und Co. Dann mal gucken, ob wir den auch bezwingen, auch beim ersten Mal, oder ob wir diesmal eine auf Gosch kriegen, ne? Und einfach mal ein bisschen mitdenken müssen. Bisher musste man ja nicht denken, simples Spiel, ganz einfach. Das sieht ja heftig aus. Jür, genau wie meine Frisur. Jür. Wir bereiten uns jetzt aber vor, wählen das Team, suchen uns eine Möglichkeit, euch abzustellen. Melden uns dann gleich zurück. Da oben steht schon wieder ein Dixi-Klo. Da könnte ich das, könnte ich die Cam ja wieder reinstellen. Spielen im Sitzen. Und wenn es anstrengend ist vom vielen Drücken, ne, wisst ihr Bescheid. Hey, wir melden uns gleich zurück und machen heute Alo. Gucken mal, ob wir einen Shiny, was hat der, Kindwurm? Shiny Kindwurm bekommen. Shiny Krypto Kindwurm. Ja, kriegen wir eh nicht, gut. So, hui. Wir sind angekommen auf jeden Fall am Pokestop. Wir standen ja eben schon direkt davor, aber egal. Wir gucken mal. Das ist ja gar nicht Alo. Bruder, was ist los? Ist es jetzt der Falsche? Ja, wir sind am Falschen. Wir müssen ein Zweiter zum Nächsten. Mann, bin ich bekloppt. Ich hätte ja auch einfach mal hier drauf drücken können. Dann würde man das sehen, dass da der Rocket Stop ist. Egal. Jetzt machen wir aber nicht nochmal eine Überblendung. Hier wäre es schön, hier steht die Kamera. Kann man denn nicht den Stop verschieben hier runter und den Leader gleich mit? Wir laufen mal fix die 2 Meter nach oben. Halt doch nicht das Mikro zu, du. So, ganz cool. Das hat jetzt keiner gesehen, dass wir da hingekackt haben. So sieht es nämlich immer aus, wenn ihr einfach in der... Wir kommen dem Dixi-Klo immer näher, ich sag's euch. Das ist so ein... Das ist Hibu Raids vom Dixi-Klo, Shinies vom Dixi-Klo, alles andere vom Dixi-Klo. Ja, hier ist nichts. Da hinten ist eine Mauer an die Straße. Irgendwas werde ich mir schon suchen auf jeden Fall. Hier ist eine Treppe, wenn ich mich auf den Boden lege, komme ich da gut hin. Da ist das Dixi-Klo. Das wartet schon auf uns. Obwohl, das sind Fensterbretter. Wollen wir dahin aufs Fensterbrett? In den Morast? Oder wollen wir dahin an die Mauer? Ich weiß es nicht. Vielleicht findet man noch was. Ein Stromkasten. Wir gehen mal rüber zum Stromkasten. Pokémon Go, dann lernt ihr eure Umgebung kennen. Und Alternativen zum Dixi-Klo. Wir können euch auch hier raufstellen auf den Parkplatz Stoppel. Wenn nämlich jemand kommt und will da rein, dann fährt er einfach runter und dann ist die Kamera weg. Das geht doch, oder? Wir stellen euch einfach hier hin. Wunderbar. Wenn ich mich oben hinstelle, so, dann sieht das auch richtig heftig aus. Wir sind aber jetzt angekommen auf jeden Fall bei Arlo. Eine Welt voller Schmerzen, da freue ich mich doch. Nehmen wieder das bekannte Team mit Regirock, wenn es nicht immer zu hängen würde. Regirock, dann ein... Ja komm, wir machen wieder das Despot da als Zweites.
Das 100er diesmal. Diesmal ist es nicht tot. Und ein Kyogre. So. Mit Surfer natürlich. Jetzt sind wir für jeden Fall gerüstet. Ich weiß wieder mal nicht, was er für Pokémon nimmt. Wir versuchen einfach erstmal die Schilde rauszulocken. So. Was hätte mir jetzt gegen Kinwurm was gebracht? Ich weiß es nicht. Aber Kinwurm ist eigentlich eh nicht so krass. Dürfte also auch nicht so extrem viel Schaden machen, dass das Regirock gleich umfällt. Aber das Regirock dürfte, wenn es seine Attacke irgendwann durchkriegt, nach den zwei Schilden es trotzdem umhauen, denke ich mal, hoffe ich mal. Kommt auch drauf an. Nein, ich bin schon gelb. Digga, ich bin gelb. Also ich bin ja eh gelb wegen dem Pullover, aber trotzdem. Wir üben schon mal für gleich, für die nächste Aufladung. Bisher hat es noch nichts gemacht, das sieht gut aus. Wenn wir Glück haben, einen müssen wir abwehren natürlich. Das zweite Schild wie immer nehmen wir mit. Eine Steinkante kriegen wir durch, das sehe ich schon. Und dann liegt es hoffentlich in der Ecke. Obwohl, das ist doch nur so ein kleiner Wurm, ne? So ein kindlicher Wurm, der kann doch nichts. Aber, ja, der ist down. Richtig genial. Jetzt können wir beim nächsten vielleicht nochmal eine... Das haut bestimmt richtig rein, aber wir kriegen trotzdem eine Steinkante durch. Genial. Dann müsste ich jetzt wahrscheinlich Kyogre nehmen gegen Turtok. Ich meine, das ist zwar nicht effektiv, aber es würde mein Despotar wahrscheinlich mehr zerstören. Also nehmen wir das Wasser gegen Wasser. Und vielleicht komme ich ja eher durch mit meinen Attacken und kann dem wenigstens ein bisschen was abziehen. Ihr seht, es ist schon gelb. So, Surfer auch bereit, wunderbar. Bin ich ja nur durch die Kommentare drauf gekommen. Haben die Leute gleich gesagt, hä, wieso nimmst du nicht Surfer? Das ist doch viel besser, das ist doch sinnvoller. Aber ich habe jedes Mal, immer wenn neue Attacken dazugekommen sind, habe ich jedes Mal verschwitzt. Wir nehmen jetzt mal das letzte Schild. Wir sparen uns auch den Surfer auf für das dritte Pokémon und versuchen das mit den restlichen so zu machen. Jetzt steigt auch noch in seine Verteidigung. Komm, fall um. Super. Jetzt, egal was es ist, gleich Surfer drauf. Der hat keine Chance. Bruder Lander. Aber der ist ja auch vom Typ. Ist das Flug? Flug und Drache. Da müsste das Despotar ja trotzdem irgendwas reißen. Wir haben sogar nochmal Surfer. Richtig genial. Diese 3-Sekunden-Regel vom Schilling raff ich eh nicht. Wechseln, draufhauen, erst angreifen, dann irgendwann Move, keine Ahnung. Also der Ramses, der haut immer drauf. Und irgendwie muss es trotzdem funktionieren. Ein Problem ist, wir haben kein Schild mehr. Sprich, wenn der seinen Move durchboxt, sind wir wahrscheinlich, liegen wir in der Ecke. Aber Steinkante, richtig genial. Ihr seht, das hätte das ausbedeuten können, hat es aber nicht. Wir bringen die Steinkante durch, sehr effektiv. Dann liegt es am Boden. Wir haben es geschafft, wieder mal. Beim ersten Mal, ohne großartig was auszuwählen, einfach mit dem Team, was wir immer nehmen, was wir bei den alten Liedern genommen haben, was wir bei den neuen nehmen, wunderbar. 4 Tränke, 2 Top-Tränke, 724, ihr seht, es geht nicht voran. Es dauert einfach 100 Jahre und nichts, kein Shiny, aber ein normales Kindwurm. Gehen wir wieder auf Nummer sicher, nehmen eine goldene Beere. Ich weiß auf jeden Fall, wenn ich einen Leader mache, dass ich noch mindestens 2x Alu mache, bevor ich wieder einen anderen machen werde. Da ich dann wieder die ganze Familie von Kindwurm habe. Und ihr habt ja trotzdem die Möglichkeit, weiterhin Shiny zu bekommen, aber trotzdem die Familie voll zu haben, weil ich ja immer die ganzen Krypto-Familien sammle. Was eigentlich sinnlos ist. Ich mache es aber trotzdem. Ja gut, schlechte Werte braucht man nicht. Wir drehen nochmal den Stop, nehmen noch das Shiny Pandemos mit. Auch kein Shiny, gut. Wir lassen es einfach stehen, 84. Das lohnt sich nicht. So, wir laufen wieder rüber zum Dixie-Klo, so als Absage-Location. Habt ihr auch schon alle 3 Rocket-Leader besiegt, seitdem die Pokémon gewechselt haben? So, das ist ein super Hintergrund. Schreibt es mal in die Kommentare, beziehungsweise habt ihr schon Shiny Absol bekommen aus dem Rocket-Stop oder Shiny Kindwurm oder das andere Shiny... Damirplex. Schreibt's mal rein, ich bin gespannt. Ich habe jetzt alle 3 durch. Ich schau mal, dass ich das jetzt zwischen den Feiertagen hochlade, also noch vor Silvester. Ich stehe nämlich ein bisschen unter Zeitdruck, da ich Silvester auch was Spezielles geplant habe.
dass drei Videos sind. Heute ist eigentlich Samstag. Heute ist auch das winterliche Event mit Rigi Eis. Da wollte ich auch eine kleine Tour machen, wenigstens die drei Pässe. Und wann soll man das alles hochladen, wenn man nur noch zwei Tage hat, aber vier Videos? Also müsste man ja trotzdem jeden Tag zwei machen. Ich krieg's schon irgendwie hin. Schreibt sie mal rein. Habt ihr die Lieder schon besiegt? Was nehmt ihr immer so? Nehmt ihr Lucario bestimmt? Dann schreibt's rein. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.